Doppelstunde, Voice of Finland oder Voice of Romania, gab keinen Doppelstunde, Voice of Switzerland. Ich glaube, es ist ein deutsches Ding. Es ist ganz cool. Es gibt mehr Leute in die Jury, mehr idiotische Dings, Leute sagen. Michi Beck ist ja DJ, der kennt bestimmt ganz viele Lieder. Smudo ist ein sehr guter Rapper, der kann dann die Texte ausdrucken. Ne? Das ist doch dann später bestimmt toll, dass sie das alles aufteilen können. Da, wo es in den Blind Auditions vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil wir beim spontanen Abdrücken doch mal noch kurz dieses besprechen müssen, wenigstens durch Augenkontakt, ist es so, dass die Battles gestalten und auch die Leute verabschieden oder die Leute coachen zu zweit eigentlich ganz gut ist, finde ich. Vier Ohren hören mehr als zwei oder vier Augen sehen mehr als zwei ist natürlich schon ein Vorteil, den wir nicht ganz abstreiten können. Michi und Smudo kennen sich seit über 30 Jahren und sind nicht nur Geschäftspartner, sondern auch dicke Kumpels. Wer wäre mein Doppelstuhl-Partner-Traum? Angela Merkel. Das wäre cool. Hier sind die Coaches. Mark Forster, Yvonne Katterfeld, Ray Garvey und die fantastischen zwei, Angela und Samu. Dieser Doppelstuhlwunsch wird wahrscheinlich immer ein Traum bleiben. Ebenfalls typisch für The Voice of Germany, dauergute Laune. Die Coaches und Moderatoren verstehen sich super, die Stimmung am Set immer ausgelassen. Dein mein ganzes Set, du bist mein reiner Schmerz. Bei durchschnittlich 12 Stunden Aufzeichnung pro Tag und das fast 6 Monate lang entstehen hier regelmäßig Freundschaften. Und diese zwei sind sich besonders ans Herz gewachsen. Ich glaube, ich wurde noch nie so oft nach einem Verhältnis zu einem Mann gefragt, wie nach meinem Verhältnis zu Samu Haber. Es geht tatsächlich vielleicht ein bisschen über Freundschaft hinaus. Es ist eine sehr spezielle Freundschaft zwischen zwei Männern. Tore ist der lustige Mann der Welt. Und das beste Ding mit Tore ist, dass Tore weiß das nicht. Er immer glaubt, dass er ist super cool, serious, whatever. Aber er ist ein, wie heißt es auf Deutsch? Ein walking Witzapparat. Tore Comedy Show. Samus neuer Best Buddy, The Voice-Moderator Tore Schölermann, ist mit seinen 1,86 Meter nicht nur körperlich, sondern auch humortechnisch komplett auf Samus Augenhöhe. Ja, die beiden verstehen sich wirklich sehr, sehr gut und haben beide wirklich einen Humor, den ich sehr, sehr schätze. Es wird getanzt. Geküsst. Und rumgeblödelt. Tore Schölermann, deine Mutter wartet, Informationsdesk. Tore Schölermann. Seit 4 Staffeln arbeiten Samu und Tore gemeinsam am Set von The Voice und verbringen immer noch am liebsten jede freie Minute miteinander. Hallo. Wir sind die Lena und der Tore. Kannst du ein bisschen posen? Die Liebe zwischen Samu Haber und mir ist einmalig. Und ich sage es jetzt an dieser Stelle, so wie es ist, ganz exklusiv, nur für Red. Das hier ist sie, die Enthüllung. Samu Haber ist meine Nummer 1. Ich liebe Tore Schölermann. Wir haben ein super cooler Businessplan for the future. Es ist ein super cooler Gay-Movie. Tore und ich. Tore da, Mountain View, Colorado. Ich komme mit einem Pferd. Tore in Yaguchi. Hallo, Samu. Wo warst du die ganze Zeit? Ja, but I can't tell you more, it's a secret. Aha, klingt Oscar-verdächtig. Ich rekapituliere. Ihr habt gehört, dass Samu einen Film machen möchte mit Tore auf dem Berg. Mit Lasso und nackt. Herzlich willkommen bei Red. Genau wie das Rockstar-Leben von Samu Haber. Vor dieser Karriere ziehen selbst seine Coach-Kollegen ihren Hut. Ist ein toller Künstler auch und ein cooler Typ. Er steht da wirklich wie so ein Hühner auf der Bühne, so groß und kräftig und stark und ist aber trotzdem auch verletzlich und das merkt man manchmal auch. Und ansonsten ist er einfach super professionell. Und
ein Typ zum Feiern und Spaß haben. Sunrise Avenue all the way. Also seit Hollywood Hills habe ich ja mein Herz an Sunrise Avenue verloren. Ist natürlich ein unglaublich netter und spannender Typ. Also allein, wenn er die Storys erzählt von irgendwelchen Sunrise Avenue Konzerten in irgendeiner Arena im tiefsten Russland, wie Amerika-Tourneen und alles, da merkt man, okay, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Ne? Mit wirklich einem Pop-Rock-Star von internationalem Format. Sehr, sehr guter Typ, sehr, sehr lustig und ich habe großen Respekt vor seiner Karriere. Zwischen The Voice of Germany, Konzerten und dem Release seines neuen Albums Heartbreak Century, Samu Haber hat derzeit jede Menge auf der Agenda. Wie der Finne all das unter einen Hut bekommt und wo er am liebsten entspannt, wir haben ihn in Helsinki besucht. Willkommen in einem Tag im Leben von Samu Haber. Ich liebe mein normales Leben. Ich gehe nach Supermarkt und ich kaufe mein scheiß Hauspapier selbst. So, ich bin kein Diva. Aber von vorne. Wir treffen Samu Haber in seiner Heimat Helsinki. Hier in Finnlands Hauptstadt ist der 41-Jährige aufgewachsen und zu Hause. Hey Red, tervetuloa Helsinkiin. Rund 260 Tage im Jahr ist Samu unterwegs, hat kaum einen Tag Pause. Auch heute ist das, was nach einem gemütlichen Frühstück aussieht, eigentlich ein Interview mit Journalisten. Der 41-Jährige ist sein eigener Chef. Samu selbst entscheidet, was auf der Tagesordnung steht. Ein typischer Tag für mich. Erst morgen Yoga, morgen Gym, morgen Fitness. Ein typischer Tag. Ich schreibe Songs oder habe Freizeit oder ja, ich habe keinen typischen Tag. Nach 40 Minuten Interviewmarathon geht's weiter zum Fotoshooting. Für in Ruhe essen ist da keine Zeit. Wenn du eine Pause brauchst, sag Bescheid. Nein, das geht schon. Auch Samus Eltern leben in der rund 600.000 Einwohnerstadt. Der Sunny Boy ist ein absoluter Familienmensch, redet nur selten über sein Privatleben. Heute spricht er erstaunlich offen über die Momente, in denen keine Kameras dabei sind. Ich liebe meine Family, die alle wohnen hier. So, ja, yeah, wir machen viele Dinge zusammen, bei Sommerhaus oder nur sitzen und trinken Kaffee im Zentrum oder nur sprechen über das Leben. Aber es ist cool, dass wir sind alle hier. Wir sind ein Tight Pack. Momente mit der Familie helfen dem Sunrise Avenue Frontmann auf dem Boden zu bleiben. Selbst an einem Tag voller Termine lässt sich der 41-Jährige eines nicht nehmen. Eine Spritztour auf seinem Boot namens Boa. Kein Wunder, dass es Samu immer wieder zurück in die Heimat zieht. Denn der finnische Lebensstandard gehört zu den höchsten der Welt. Es ist ganz teuer hier. Skandinavien, alle vier Länder. Es ist ganz teuer, ja. Was ist typisches Finnisch? Wir essen viel Fisch. Und ja, alles ganz fresh. Die Beeren und, wie heißt es, Verlingen. Durch ihren bewussten Lebensstil haben die Finnen geschafft, ihre Lebenserwartung um 7 Jahre zu steigern. Für Samu spielt Sport schon immer eine große Rolle. In seiner Jugend ist er professioneller Eishockeyspieler. Und auch Jahre später kann der 1,93 Meter Mann nur schwer stillsitzen. Ich liebe viele Dinge zu machen. Wasserskien, Wakeboarding, Snowboarding, fotografieren. Alles, aber ich glaube, ich habe nur ein Leben und ich möchte alles probieren. 15 Uhr. Weiter geht's zum nächsten Termin. Wir fahren nach Fright Studios im Center of Helsinki und wir treffen meine Bandjungs da. Samu nimmt uns mit in die heiligen Hallen von Sunrise Avenue. In das Tonstudio, in dem die Band alle 4 Platten und Nummer 1-Hits wie Hollywood Hills aufgenommen hat. Man merkt, diese Jungs sind nicht nur Bandkollegen, sondern richtig dicke Buddies. Samu ist hier genau wie bei The Voice der Spaßvogel. Die größte Herausforderung ist, auf Tour zu gehen und mit neuen Songs aufzutreten. Du kannst ein Album rausbringen und dich damit zu Hause ganz wohlfühlen, aber wenn du mit Gitarre, Bass und Schlagzeug vor ein Publikum trittst und neue Songs spielst, dann wird's ernst. That's when, you know,
Things Get Heavy. Dieses Jahr spielt Sunrise Avenue ca. 25 Konzerte quer durch ganz Europa. Die Tage auf Tour gehen oft bis spät in die Nacht. Was nach Rockstar-Leben klingt, erfordert jede Menge Disziplin. Es ist harte Arbeit. Wir sind lange auf Tour und da muss man sich ausruhen. Wir sind ja nicht mehr jung. No, you're not. Stimmt, bist du nicht. Nein, aber mal im Ernst. Wer war schon mal verkatert auf der Bühne? Das ist so schlimm. Vor einem Konzert braucht man Schlaf. Du musst dein Publikum respektieren. Die Leute kommen nach der Arbeit oder Schule und zahlen für ihr Ticket. Wenn du dann betrunken oder nicht hundertprozentig da bist, hast du ein schlechtes Gewissen. 2017 bedeutet Rock'n'Roll, gesunde Säfte trinken. Rock'n'Roll 2017 is closer to, I don't know. Nach einem langen Tag darf es dann aber schon mal was Ungesundes sein. Samu zeigt uns seinen Lieblingsabsacker. Nee, keine Kneipe, sondern eine Eisdiele. Das ist typisch Finn. Ist ganz kalt. Typisch Finnisch, mein Lieblingseis. Zitrone, Lakritz. Super gut. Ihr habt das nicht in Deutschland. Schade. Finnische Eis, finnische Bier, finnische Sauna. Das war's. 20 Uhr. Um die Zeit ist es in Finnland im Sommer noch richtig hell. Mit einem Eis auf der Parkbank sitzen ist für Samu genauso wichtig wie seine Zeit auf der Bühne. Ich bin immer noch ein Kind. Immer. Ich weiß nicht. Heutzutage, ich habe nicht so viel Panik über Dings. Ich mache mein Ding, wenn es genug ist, es ist. Wenn es nicht genug ist, scheißegal. Ich mache mein Bestes und dann, es kommt, kommt. Aber ich bin immer ein Kind. So sieht ein Tag im Leben von Samu Haber aus. Wir freuen uns, den Kultfinnen am Sonntag wieder bei The Voice of Germany zu sehen.